Willkommen bei German in New York. Wir sind auf der Suche nach der deutschsprachigen Community in New York City. Auf unserer Reise durch die Stadt der Städte stellen wir euch die Deutschen, Österreicher und Schweizer vor, die im Big Apple leben und arbeiten. Hallo zusammen und willkommen zu German in New York. Heute freue ich mich besonders über das Interview, da es eine komplett neue Facette der Stadt vorstellt. Das Ziel dieses Podcasts ist, die Stadt und ihre vielen Facetten durch die Geschichten und Erfahrungen von Deutschen, Österreichern und Schweizern, die hier in New York leben, zu erkunden. Wir stellen euch heute Vivien Gutbrot vor. Sie ist aktuell Social Media Managerin bei SuperShe, einem jungen New Yorker Startup. Sie hat in den letzten Jahren als Content Creator und Influencer ihre eigene Marke I am Vivien Tetham, vor allem auf Instagram, sehr erfolgreich aufgebaut. Vielen Dank für deine Zeit, Vivien. Wie sieht dein Werdegang bis hierhin aus? Was hat dich nach New York gebracht und wie lange bist du schon hier? Also ich habe vor 3,5 Jahren mein erstes Praktikum hier gemacht bei Glossybox und damals stand noch Berlin oder New York zur Auswahl und ich hatte meinen Eltern damals gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, aber dass New York toll wäre, aber es war nicht mein ultimativer Traum, weil ich mit der Stadt noch nichts so großartig verbunden hatte und ja, dann hat sich das dann ergeben, dann bin ich hierher gekommen und ich kannte auch nur eine Person, eine Freundin von meiner Schwester, hatte dann mein erstes Apartment gefunden auf der Lower East Side für 2 Wochen, war super winzig und das war so ein bisschen Kulturschock für mich. Und die Freundin meiner Schwester hatte in Harlem gewohnt und ich wollte einfach mit irgendjemandem wohnen, den ich kannte. Bin dann nach Harlem gezogen, hatte dann meinen zweiten Kulturschock und hatte eigentlich ganz viel Spaß bei Glossybox. Glossybox ist ja auch eine Firma, die in Deutschland, glaube ich, gestartet worden ist und war auch relativ deutsch, aber deutsch-amerikanisch. Hatte dann auch ein Mädchen da kennengelernt, mit der ich mich gut verstanden hatte und die hat mich dann zu einer Party eingeladen bei sich, um ein paar Freunde kennenzulernen und hatte dadurch eine bessere Integration, würde ich sagen. Und ja, ich hatte einfach eine super Zeit, habe coole Leute kennengelernt, habe den Sommer hier wirklich genossen, habe gemerkt, dass es auch eine andere Art zu leben gibt und dann hatte ich jemanden kennengelernt und das hat mich dann dazu gebracht, im folgenden Sommer wieder herzukommen für 3 Monate. Hatte meinen Eltern das so verkauft für eine Networking-Opportunity. So von wegen, ich müsste den ganzen Sommer hier verbringen, um zu gucken, was ich auch machen wollte. Weil ich hatte gerade meinen Bachelor in Maastricht fertig gemacht, in Business. Und hatte mein Auslandssemester in Singapur gemacht, kam dann gerade nach Hause und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt nach New York für 3 Monate und dann entscheide ich, was ich mit dem Rest meines Lebens machen möchte. Ja, dann kam ich hierher, hatte dann auch tatsächlich angefangen zu networken, hatte meinen Blog verwendet, um neue Leute kennenzulernen, Arbeitsmöglichkeiten anzugucken und auch um zu entscheiden, ob ich hier bleiben möchte, um zu gucken, wie das mit meinem Freund weitergeht. Und habe mich dann entschlossen, meinen Master an der NYU zu machen und hatte mich da ein bisschen umgeguckt, was das Programm oder welches Programm für mich am besten sei und habe dann Integrated Marketing den Master gefunden. Und ja, den habe ich jetzt gerade im Dezember beendet und am Stück war ich jetzt hier für ein bisschen mehr als 2 Jahre, aber so alles in allem hat das angefangen vor 3,5 Jahren. Und planst du länger zu bleiben, wenn ich fragen darf? Also ich habe jetzt noch ein Jahr, das nennt sich OPT, wo ich arbeiten darf und dann gucke ich mal, ob ich mich dann noch für ein Arbeitsvisum bewerbe oder was ich dann mache. Und du hast ja auch in Singapur studiert, wenn ich mich nicht irre, oder du warst eine Zeit lang in Singapur. Mhm. Heißt, du hast in 3 verschiedenen Ländern studiert, Niederlande, hier in New York, in den USA und in Singapur. Siehst du irgendwo Vor- und Nachteile? Lässt sich das vergleichen? Also Maastricht war auf jeden Fall das Härteste, besonders nachdem man gerade aus der Schule kam und man dachte, das Abi sei hart und anstrengend und auf einmal kommt man an die Uni und das Level ist so nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das war auf jeden Fall anstrengend, aber wahrscheinlich auch, weil ich habe Business studiert und Finance und Accounting ist jetzt nicht mein Lieblingsfach. Das heißt, ich musste da wirklich hart arbeiten. In Singapur, das war halt eher ein Auslandssemester für mich. Studieren war da so ein bisschen an zweiter Stelle. Das kennt man ja eigentlich aus seinem normalen Studium zu Hause, wenn man Auslandsstudenten hat. Man macht deren Arbeit mit. So war das ein bisschen in Singapur auch und dann sind wir halt viel gereist. Ich hatte da 3 Mädels, die auch mit mir in Maastricht studiert haben und wir haben zusammen gewohnt und mit denen war ich auch befreundet. Und dann sind wir halt viel gereist und also Singapur hat mir wirklich sehr gut gefallen als Land. Es ist sehr sauber, sehr sicher und sehr gut zu erreichen mit anderen Ländern, also so gute Anbindungen. Ja,
Und wie war New York? Wie ist die NYU so im Vergleich zum Beispiel zu Maastricht? Also, da ich Marketing studiert habe und meinen Master gemacht habe, wo man keinen GMAT für braucht, gab es viele Ausländer, die halt an die Uni gekommen sind und ganz wenige Amerikaner selber. Und ich würde sagen, ungefähr 85-90% kommen aus Asien. Und dadurch hat man ein bisschen weniger die Chance zu networken, weil viele von denen gehen wieder nach Hause, weil ganz viele haben Familienbusinesses und planen halt, die Education hier zu haben und dann wieder nach Hause zu gehen. Und ich fand auch, dass das Unileben nicht so da war. Also praktisch, man ist zur Uni gegangen und dann hat man sein Leben fortgeführt. Weil einige machen das neben der Arbeit und arbeiten dann weiter und andere machen das zwar auch nur zum Spaß, aber es gibt nicht so, wie man in den Filmen das sieht, bei den, wenn Leute zur Uni gehen, das erste Mal so ein Zusammenleben, fand ich. Also ich fand es cool und ich fand auch den Master gut und hilfreich, weil es ist genau das, was ich studieren wollte. Aber ich würde, glaube ich, niemandem empfehlen, das als Undergrad zu studieren oder dahin zu gehen, weil man einfach nicht diese Uni-Experience bekommt. Ich glaube, NYU hat wenig Campus-Life, ne? Also das ist wirklich wie so eine Pendler-Uni, sage ich mal. Man kommt hin, studiert und geht wieder. Ja. Wir haben dich ja über Instagram kennengelernt, wo du deine Marke zu Travel und Lifestyle hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt richtig ausspreche. I am Vivian Tatham. Tatham. Aber man kann das aussprechen, wie man will. Also das ist der Maiden Name von meiner Oma. Weil ich fand, ich wollte nicht unbedingt meinen richtigen Nachnamen verwenden. Und das ist ja jetzt kein Fake, sondern es ist immer noch in der Familie. Aber einfach so, dass ich so ein bisschen separated bin von meinem Work und Real Life. Yeah. Damit man einen einfach nicht so gut findet. Ja. Ist deine Großmutter Amerikanerin oder war sie, oder ist das ein deutscher Name? Nein, sie ist Engländerin. Also ich bin sozusagen halb Engländerin, halb deutsch. Sehr cool. Kannst du uns etwas mehr über deinen Blog und dein Instagram erzählen? Was machst du dort genau und wie hat das überhaupt alles gestartet? Also es hat gestartet, weil ich war vor 9 Jahren in Kalifornien für ein Jahr und habe dann Auslandsjahr gemacht und habe da Senior Year gemacht. Und damals gab es noch kein Instagram und Facebook war auch relativ neu. Und dann habe ich damals einen Blog gestartet, um allen zu erzählen, was ich da so mache und was für aufregende Abenteuer man in Highschool erleben kann. Und das habe ich dann irgendwann in Fashion umgewandelt, weil mich das auch immer interessiert hatte. Und damals, das war noch 2011, 2012, fand das jeder bescheuert und alle haben gesagt, ich habe keine Lust von dir Fotos zu machen und was willst du denn damit, das guckt sich doch eh keiner an. Dann habe ich das wieder aufgegeben und dann ein Jahr später habe ich das wieder angefangen und dann kamen die gleichen Reaktionen. Aber damals, ich erinnere mich noch an ein Mädchen, die hieß Fashion Hippie Loves damals. Und die hatte auch ganz langweilige Fotos, aber man hat die einfach gefolgt, weil das war eine neue Sache und man fand das interessant. Aber da keiner irgendwie Fotos machen wollte und ich niemand anderen gefunden habe, der auch Interesse hat, sowas zu machen, habe ich das dann wieder gelassen. Und dann bin ich dann nach Maastricht gegangen und eine meiner besten Freundinnen hat da schon seit 3 Jahren gebloggt. Und das hat mich dann inspiriert. Aber ich habe tatsächlich nicht angefangen, bis ich meine Zusage für New York bekommen habe, weil ich dachte, okay, jetzt gehst du nach New York, so ins Fashion Highlight und entweder du fängst jetzt an oder du lässt es halt ganz bleiben. Und dann habe ich das wieder angefangen und ja. Also heißt das, du hast es vor ungefähr 3 Jahren gestartet? Also seit knapp 4 Jahren, weil das Praktikum war vor 3,5 Jahren. Okay. Ja. Du bist unter den New Yorker Lifestyle, Fashion und Travel-Bloggern schon relativ vorne dabei, was jetzt zum Beispiel die Instagram-Follower-Zahlen angeht. Du hast jetzt 100.000. Das ist schon relativ viel im Vergleich. Ja, also ich hatte vor, ich weiß nicht, 7 Jahren angefangen mit meinem Account. Aber da hieß das noch ganz anders und damals habe ich dann Essensbilder geteilt und andere Sachen und das haben vor 7 Jahren auch halt noch nicht so viele gemacht. Da habe ich dann meine ersten paar tausend Leute gesammelt, die bei der Journey mit dabei waren und dann bin ich nach Singapur gekommen und je mehr Places one goes, habe ich das Gefühl, desto mehr Leute kommen und gucken einem dabei zu. Im Moment findet die New Yorker Fashion Week statt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das für dich sehr, sehr viel Arbeit bedeutet, da viele Brands und Designer bestimmt auf Influencer setzen, gerade hier in New York. Also in New York ist sowieso das Highlight von allen. Ich habe das Gefühl, da kriegt man so die meisten Möglichkeiten mit den ganzen Brands, weil hier ist ja wirklich jeder und die versuchen auch mit New York Influencern das meiste zu machen, einfach weil New York, da guckt halt jeder hin für Fashion. Was steht zum Beispiel heute noch auf deiner Agenda? Was hast du heute noch vor hinsichtlich Fashion Week?
Ja, also um eins ist ein Driver-Event mit einer Denim-Brand. Driver. Ja, ich finde das auch immer praktisch, deswegen habe ich auch heute meinen Scrunchie in meinen Bun. das habe ich um eins und um drei muss ich leider meinen Hund zum Bett bringen, um ihn untersuchen zu lassen. Und um fünf habe ich nur ein Work-Meeting, weil ich nächste Woche meinen ersten Fulltime-Job starte. Ah, sehr cool. Kannst du uns mehr darüber erzählen, oder? Also meine Chefin ist auch deutsch, das fand ich ganz cool. Da haben wir irgendwie so ein bisschen gebondet darauf und es ist, sie rebrandet gerade ihre Brand, aber es geht um Female Empowerment und nicht so wie ganz viele andere Brands es machen. Das heißt, du musst nicht CEO von irgendeiner Firma sein oder ganz hoch anstehen und du musst nicht jeden Tag Sport machen, sondern es geht darum, dass du dich gut fühlen sollst, egal was du machst und dass wir eine Community sind und einander helfen können und dass jeder auf sich stolz sein soll, egal in was für einer Position man ist. Ist das eine Online-Plattform oder ist das eine Beratung? Was macht ihr dort genau? Wir bauen gerade eine App auf, die wir im Sommer launchen und ich werde dabei sein, Social-Media-Marketing zu machen und so ein bisschen ihre rechte Hand zu sein für unser Planning. Sehr cool. Wie heißt die Brand oder die App im Endeffekt? Super-She. Ah, sehr stark. Ich werde auf jeden Fall ausschalten. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Was steht täglich so an? Also jeder Tag ist meistens ein bisschen unterschiedlich, aber was ich meistens mache, ist, ich stehe morgens auf, dann mache ich erstmal meine E-Mails, gucke ich an, weil viele Brands schicken, egal welche Uhrzeit, E-Mails, vor allem die PR-Agenturen, beantworte die morgens, dann mache ich mich fertig und entweder habe ich dann Events morgens oder vormittags, wo ich hingehe oder ich treffe mich mit Freunden oder meinem Fotografen und wir machen Outfit-Fotos. Dann gehe ich nach Hause, fange an, die zu bearbeiten und je nachdem, ob das jetzt eine Campaign ist, wo die Brand das bearbeitet, erstmal angucken möchte, bevor ich das poste, bearbeite ich das und schicke das dann für Approval. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich die selber posten. Meistens gibt es dann auch mehr Events abends, weil viele Brands targeten auch die Leute, die vielleicht noch einen Part-Time-Job haben oder Vollzeit arbeiten, sodass jeder zu anderen Zeiten ungefähr kommen kann und was machen kann. Aber jeder Tag ist unterschiedlich und mal gibt es mehr Events, also von 1 bis 5 Events am Tag zu gar keinem. Mal gibt es Workout-Events. Also es gibt wirklich immer irgendwas anderes zu tun und deswegen macht der Buch auch so viel Spaß, weil der Tag so vielseitig ist und man lernt immer coole Leute kennen, die auch in der Industrie arbeiten und mit denen man einfach viel gemein hat. Hast du eine... Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber hast du eine Lieblingsbrand oder hast du bestimmte Anfragen vielleicht, die du am liebsten machst? Hotels sind immer so mein Lieblingsfall, weil ich sehr viel reise und das auch sehr gerne mache. Es ist aber nicht so einfach, weil man meistens braucht man 150 bis mehr Follower, also 150.000. Aber das mache ich total gerne und ich arbeite auch meistens nur mit den Brands, die ich auch mag und die ich auch supporten kann, weil ansonsten kommt man so unauthentisch rüber und ja, also ich mag alle Brands, mit denen ich zusammenarbeite und dann gibt es immer mal hier oder da so einen Lieblingsbrand, der mal hervorsticht. Wir haben immer 2 Standardfragen, die wir allen stellen. Eine davon ist, kannst du New York in nur 3 Worten beschreiben? Ich würde sagen, exzentrisch, schnell und Liebe. Ich weiß nicht warum, aber für mich war die Stadt schon immer mit Liebe verbunden. Für Liebe für die Stadt, Liebe für die Menschen, Liebe für den Freund. Einfach Liebe hat mich immer hier zurückgezogen und man findet immer Liebe, egal wo man hingeht. hast du einen Rat an neue New Yorker aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Beruflich vielleicht auch speziell in Richtung Instagramming, Blogging, aber auch privat zum Leben hier in New York. Was würdest du ihnen raten, wenn sie hier hinkommen? Also ich finde privat vor allen Dingen muss man erstmal Anschluss finden. Und das fand ich auch ein bisschen schwieriger, weil das habe ich auch in Kalifornien damals gemerkt. Amerikaner sind anders als Deutsche. Das heißt, die sagen dir, let's get drinks next week, let's do this, let's do that. Aber davon meinen sie selten irgendwas. Und das dauert ein bisschen, bis man sein Netzwerk aufgebaut hat mit Leuten, denen man vertrauen kann. Was ich damals gemacht habe, ist, ich bin in dieser Facebook-Gruppe Germans in New York City. Da schreiben öfter Leute rein, dass sie was machen wollen. Da habe ich gute Leute kennengelernt. Ich bin auch in Gyms, wie zum Beispiel Mile High Running Club, wenn man Laufen und Joggen liebt. Und da lernt man Leute kennen, die ähnlich sind wie einer selbst. Und
so erstmal anzufangen, sein Netzwerk aufzubauen, auf der Arbeit Leute kennenzulernen, irgendwie versuchen, einfach Leute, die man mag, mit denen man was machen kann. Und dann für den Job, also ich fand, das Praktikum ist so der erste Schritt, was so am leichtesten ist, fand ich selber, weil das Visum kriegt man relativ einfach und es ist ein bisschen einfacher, das zu bekommen als irgendwie eine Arbeit, weil das H-1B-Visa ist schon relativ schwer zu bekommen und das hat Anwaltskosten und das dauert einfach sehr lange und ist einfach so ein Prozess, wo ich sagen würde, muss nicht sein, wenn man es nicht unbedingt möchte. Also ich mache das jetzt dieses Jahr auch noch nicht, weil ich erst ja nächste Woche anfange zu arbeiten und müsste sich dann nach 2 Wochen entscheiden, ob ich da jetzt das ganze Jahr arbeiten möchte und das nächste Jahr auch. Und ansonsten muss man das im April beantragen und man bekommt erst im Oktober dann die Erlaubnis. Also ich würde sagen, ein Praktikum ist eine gute Möglichkeit oder wenn man irgendwie ein anderes Visum hat, um hierher zu kommen. Hast du Pläne in der Branche, also Social Media, Instagram, Influencer zu bleiben oder hast du eventuell andere Pläne für die Zukunft? Also das wollte ich die nächsten 5 Jahre erstmal machen, aber da meine Firma ist noch ein kleines Startup und wir fangen erstmal zu zweit an und nächsten Monat holen wir eine 3. Person. Und da ich von Anfang an dabei bin, würde ich sagen, habe ich mögliche Möglichkeiten aufzusteigen und andere Sachen auszuprobieren, einfach weil die Firma noch so klein ist. Aber momentan ist das so ein bisschen, was ich machen möchte und deswegen habe ich als Hobby Bloggen auch mit aufgenommen, weil ich Influencer-Marketing dadurch ganz gut kennengelernt habe und das auch auf der Arbeit gut einbringen kann. Das war Vivian Gutbrot. Vielen Dank nochmal an Sie für Ihre Zeit. Wer mehr über Sie erfahren möchte, kann Ihren Instagram-Channel unter @imvivianTatham besuchen oder auf Ihrem Blog vorbeischauen unter www.imvivianTatham.blogspot.com. Ihr findet die Infos aber auch in der Beschreibung der Folge. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Besucht uns gerne auf Social Media. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Oder besucht unsere Webseite unter www.german-in-newyork.com. Bis zum nächsten Mal.